das alte Pfarrhaus von Mooshausen und seine Ausstrahlung. Eine Präsentation vom Freundeskreis Mooshausen aus dem Jahr 2018. Das Dorf Mooshausen wurde 1275 erstmals kirchengeschichtlich erwähnt. Es gehört heute zur Gemeinde Aitrach, Landkreis Ravensburg. Mooshausen liegt 594 Meter über dem Meeresspiegel und ist ungefähr 54 Kilometer von Ulm entfernt. In der Flusslandschaft von Iller und Illerkanal, auf einer Hochebene liegend, ist es von der oberschwäbischen Lebensform des Allgäus bestimmt. Bei klarer Sicht erblickt man in der Ferne die Alpenkette. Die stille Schönheit dieser Landschaft hat die Bewohner geprägt und vermittelt Besuchern immer wieder Entspannung und neue Blickwinkel. Die Pfarrkirche St. Johann Baptist war schon seit dem 16. Jahrhundert Wallfahrtsort zur Mutter vom Guten Rat. Mooshausen ist mit dem Bus aus Memmingen erreichbar. Die Haltestelle liegt direkt neben dem alten Pfarrhaus. Ein Zug hält im Nachbarort Tannheim. Mit dem Auto kann man über die A96 Ausfahrt Aitrach anreisen. Das 1734 erbaute schwäbische Pfarrhaus wird überragt von einer mehrhundertjährigen Linde. Es ist seit 1917 zum Mittelpunkt eines weitverzweigten Freundeskreises um Pfarrer Josef Weiger, 1883 bis 1966, geworden. Sie sehen auf der linken Seite Josef Weiger, ein Gemälde von Gebhard Vogel. Josef Weiger war von 1917 bis 1957 Pfarrer in Mooshausen. Eine Vielzahl von Freunden und Ratsuchenden fand bis zu seinem Tod im Jahr 1966 den Weg in das beschauliche Dorf unweit von Memmingen. Das Grabmal auf dem Dorffriedhof von Mooshausen für Pfarrer Josef Weiger wurde von der Künstlerin Maria Elisabeth Stapp geschaffen. Das eingearbeitete Gebet stammt aus der Feder des Pfarrers. Flehende Worte fahnden nach dir. Öffne die Pforte, Herr Gott, zu dir. Neige dein Ohr und höre mich. Nimm meine Last, ich bitte dich. Löse die Fesseln gnädiglich. Dürre geworden, betaue mich. Göttlicher Quell, belebe mich. Und Berge, Heiliger, den Müden in deinem Frieden. An erster Stelle des einstigen Freundeskreises ist der Theologe und Religionsphilosoph Romano Guardini, 1885 bis 1968, zu nennen. Er ist auf dem Bild links zu sehen. Der Freund Weigers aus Tübinger Studienjahren suchte über Jahrzehnte Gespräch und Austausch und nicht zuletzt Gastlichkeit und Heimat im Mooshausener Pfarrhaus. Auf Initiative des Freundeskreises wurde am 16. Dezember 2017 in München das Seligsprechungsverfahren für Romano Guardini durch Kardinal Marx feierlich eröffnet. Im Wintersemester 1906-1907 lernten sich Josef Weiger und Romano Guardini in Tübingen kennen und begründeten eine lebenslange Freundschaft, in der sie sich bestärkten und ergänzten und in die sie auch andere einbezogen. So entstand ein Freundeskreis aus vielfältigen Beziehungen
unter anderem mit wegweisenden Persönlichkeiten aus dem Benediktinerkloster Beuron. Nachdem Josef Weiger 1917 Pfarrer in Mooshausen geworden war, wurde das spätbarocke Pfarrhaus zum Treffpunkt des Freundeskreises. Auf dem Foto links sind Pfarrer Weiger und Romano Guardini bei einem Spaziergang am Illerkanal zu sehen. In den Jahren 1943 bis 1945 nahm Romano Guardini bei seinem Freund Pfarrer Weiger dauernde Zuflucht vor dem Bombardement Berlins. Dort war er ins Visier der Gestapo geraten und auch in Mooshausen wurde er observiert. Von hier aus wurde er 1945 an die Universität Tübingen berufen, wo er bis 1948 Religionsphilosophie und christliche Weltanschauung lehrte. Der rege geistige Austausch in dieser seltenen Freundschaft ist zu lesen in Guardinis posthum erschienenen Briefen an einen Freund: Ich fühle, dass Großes im Kommen ist. Während seiner Vikarszeit in Wangen im Allgäu lernt Josef Weiger Maria Theresia Knöpfler kennen, die gemeinsam mit ihrem Vater die Aumühle betrieb. Eine geistige Übereinstimmung verbindet die beiden augenblicklich und so führte Maria Knöpfler bis zu ihrem viel zu frühen Tod 1927 nicht nur den Mooshausener Pfarrhaushalt. Sie ist als leider nur wenig bekannte Übersetzerin der Schriften von Kardinal John Henry Newman zu nennen. Diese Tätigkeit verstand sie in officio caritatis, als Dienst an der Liebe, wie sie im Leitwort ihrer ersten Veröffentlichung deutlich macht. Das Bild links zeigt Maria Theresia Knöpfler in einer Radierung von Karl Otto Späth. Bereits in der Aumühle in Wangen war Maria Knöpfler eine hochgeschätzte Gastgeberin, wie ihr hier begonnenes Gästebuch zeigt. Dort sind unter anderem auch Eintragungen von Romano Guardini zu finden. Quasi tristes, semper autem gaudentes, schreibt er am 9. Februar 1913 in das Gästebuch. Die Begegnung mit der damals 32-jährigen Müllerin blieb ihm nachhaltig in Erinnerung. Noch spüre ich das seltsame Gefühl von Schicksal, das mich überkam, als wir die Treppe hinaufgingen und Maria Knöpfler uns entgegentrat, in schlichter Gastfreundschaft uns willkommen hieß und ihre Augen so forschend auf mir lagen. Maria Elisabeth Stapp, 1908 bis 1995, Bildhauerin aus München, schloss sich Ende der 1930er Jahre dem Freundeskreis an. Sie schuf durch den geistigen Austausch mit Josef Weiger und Romano Guardini inspirierte Kunstwerke in Holz, Ton, Stein und Bronze, unter anderem für zahlreiche Kirchen der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Anfang der 1960er Jahre verlegte sie ihr Atelier von Ravensburg nach Mooshausen und arbeitete dort bis 1988. Sie gab den Anstoß zur Gründung der Gedenk- und Arbeitsstätte in Mooshausen, die sich heute im 1993 gegründeten Freundeskreis Mooshausen verwirklicht. Maria Elisabeth Stapp ist links im Bild auf einem Gemälde von Viktor Ostromow zu sehen. Sie sehen hier einige ausgewählte Werke von Maria Elisabeth Stapp. Links im Bild eine Bronzeskulptur Maria mit Kind. Sie befindet sich im Pfarrgarten von Mooshausen. In der Mitte eine Hausmadonna. Die Keramik steht im Pfarrhaus.
rechts, Tabernakel, Zelt Gottes, in Regina Pazis, Leutkirch. Hier sehen Sie links im Bild ein Bronzerelief, der Priester und das Kind. Auch dieses Relief steht im Pfarrhaus Mooshausen. In der Mitte ist ein Türgriff von St. Gallus in Mörsingen zu sehen, ebenfalls aus Bronze. Rechts die Skulptur Johannes der Freund, die in Christkönig in Ravensburg steht. Maria Elisabeth Stapp verstarb 1995. Ihr Grab befindet sich ebenfalls auf dem Friedhof von Mooshausen. Das Grabkreuz wurde von ihr selbst geschaffen, die Inschrift auf den Steinen nach ihren Angaben eingemeißelt. Bildhauerin aus München, Christus dem Herrn, durch Herz, Geist und Hände dienend, erwartet den Tag der Auferstehung. Mögest du leben in ihm. Skulptor Monacensis, Christo Domino, Corde Ingenio, Manibus Serviens, Diem Expectat, Resurrectionis, Vivas in Illo. Nicht nur Romano Guardini war regelmäßig zweimal im Jahr in Mooshausen zu Gedankenaustausch und Erholung, berührt vom Frieden und der Geistigkeit des Hauses und der Lieblichkeit der Landschaft. Bedeutende Besucher, darunter Josef Bernhard, katholischer Theologe und Publizist, Pater Manfred Hörhammer, ebenfalls ein Freund Guardinis und Mitbegründer von Pax Christi, Fridolin Stier, katholischer Theologe, Professor für Altes Testament, Eugen Jochum, Dirigent, Wilhelm Geier, Maler, sowie viele Ratsuchende und am Leben Verzweifelnde kamen in das Haus, wo sie Trost und Halt fanden. Von Berlin aus sandte Guardini aber auch nicht selten jene, die ihn um Rat angingen oder konvertieren wollten, zu seinem Freund, Zitat, dem ich persönlich ganz vertraue und der geistig wie menschlich ganz offen und reich ist. Zitat Ende. Wie schon erwähnt, lebte Guardini vom Sommer 1943 bis Herbst 1945 ganz im Mooshausener Pfarrhaus, nachdem er seine Berliner Professur verloren hatte und die ständigen Luftangriffe lebensbedrohlich geworden waren. Seit dem Frühjahr 1944 trafen sich die Freunde auch im benachbarten Treherz zu Gesprächs- und Leseabenden mit dem zwangspensionierten Pädagogen Hermann Binder, der mit seiner Frau auf dem Gutshof des Fürsten Waldburg-Zeil Zuflucht gefunden hatte. Binder stand in Kontakt mit den Männern des 20. Juli 1944 und sorgte nach Kriegsende dafür, dass Guardini eine Professur in Tübingen erhielt. Auch bedeutende Frauen gehörten zum Kreis der Freunde, so zum Beispiel die Schriftstellerin Ida Friederike Görres und die Historikerin und Schriftstellerin Dr. Gerta Krappel. Aus jahrzehntelangen Begegnungen und Gesprächen, aus Geben und Nehmen entstand der Geist des Aufbruchs, der Geist des katholischen Frühlings, der die großen Themen des Zweiten Vatikanums mit vorbedachte. Aus diesem Aufbruch können auch wir noch Inspiration und Kraft für die Aufgaben von Kirche und Welt in Gegenwart und Zukunft schöpfen. In langen Jahrzehnten wurde in der kleinen Zelle des schwäbischen Pfarrhauses das Konzil mit vorbedacht und vorgelebt.
In der schweren Zeit des Nationalsozialismus wurde Mooshausen zu einem verschwiegenen Zentrum geistigen Widerstehens. Am 16. März 2013 enthüllte Bischof Dr. Gebhard Fürst am alten Pfarrhaus von Mooshausen eine Tafel des Denkstättenkuratoriums NS-Dokumentation Oberschwaben. Die Tafel ist links im Bild zu sehen. Das Pfarrhaus wurde hiermit zu einem Denkort am großen Erinnerungsweg Oberschwaben. Zeitgleich fand eine Ausstellung des Freundeskreises Das Pfarrhaus von Mooshausen und die Weiße Rose im alten Schulhaus von Mooshausen statt. Josef Weiger gab bereits 1923 in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine enthüllende Beschreibung der NS-Ideologie. Seinem Freund Romano Guardini wurde 1939 in Berlin dessen Professur für Religionsphilosophie und katholische Weltanschauung durch Aufhebung entzogen. Bekanntlich lasen Willi Graf sowie auch Hans und Sophie Scholl von der Weißen Rose Guardinis Bücher und machten sich daraus Notizen. Romano Guardinis in Mooshausen entstandene kulturkritischen Schriften erschienen erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Es sind dies Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik, 1946, Das Ende der Neuzeit, 1950, Die Macht, 1951, sowie Die Waage des Daseins, Die Münchner Rede vom 4.11.1945 über die Weiße Rose. Aus dieser erwuchs die Tübinger Rede vom 23.05.1952, Verantwortung, Gedanken zur jüdischen Frage. Mit dem Hochlandkreis um Karl Muth und Theodor Hecker im geistigen Fundament verbunden, mit dem als Direktor des Stuttgarter Eberhard-Ludwig-Gymnasiums amtsenthobenen Hermann Binder und seinem regimekritischen Gesprächskreis in Treherz im Dialog stehend, lebten die Freunde im idyllischen Pfarrhaus von Mooshausen im politischen Dauerrisiko. Der Künstler Wilhelm Geier, 1900 bis 1968, in Mooshausen geschätzter Gast, stand 1943 wegen seiner Kontakte zu Hans und Sophie Scholl von der Weißen Rose vor dem Schwurgericht in München, wurde aber mangels Beweisen freigesprochen. Zum Freundeskreis Guardinis in Berlin und Josef Weigers in Mooshausen gehörten Dr. Erwin Planck und seine Frau Nelly. Von den Nazis aus dem Staatsdienst entlassen, wurde Planck wenige Tage nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli 1944 verhaftet, gefoltert und vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Er wurde am 23. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee ermordet. Zusammen mit 9 anderen Widerständlern, darunter Eugen Bolz, Helmut James Graf von Moltke und Nikolaus Groß. Seinen Auftrag der Entfaltung und Weitergabe christlichen Erbes leitet der Verein vom besonderen Stellenwert des alten Pfarrhauses in Mooshausen ab, in dem die kirchliche Aufbruchsbewegung der 1920er Jahre einen einzigartigen Ausdruck fand.
Seit 1997 werden in Vorträgen, Kolloquien und Tagungen Themen aufgegriffen, die sich aus der Mooshausener Tradition ergeben. Als eine Zelle modernen Christentums im Sinne der Menschen, die hier wirkten, soll die Tradition des Gesprächs, der Kunst und des Gebetes im Pfarrhaus von Mooshausen fortgeführt werden. Unmittelbar neben dem Pfarrhaus in Mooshausen liegt das Haus der Familie Bertle. Vater Philipp Bertle, gestorben 1942, war der letzte Illerflößer. Sohn Josef Bertle, gestorben 1949, wurde am 7. Juni 1916 in Rottenburg zum Priester geweiht. Tochter Mina Bertle, gestorben 1948, hat nach dem Tod Maria Knöpflers 18 Jahre lang den Haushalt von Pfarrer Weiger weitergeführt. An der Mooshausener Pfarrkirche ist zum Gedenken an Familie Bertle eine Tafel angebracht. . 1935 berief Bischof Sproll Josef Bertle zum Geschäftsführer und 1938 zum Direktor des 1933 gegründeten Katholischen Bibelwerkes Stuttgart. Wegen der starken Bombardierungen verlegte Josef Bertle gegen Kriegsende auf Anraten Romano Guardinis die Geschäftsstelle in sein Elternhaus nach Mooshausen. Aus der lokalen Nachbarschaft entwickelte sich ein herzliches Miteinander der drei Priester. Ein jäher Unfalltod in Mooshausen riss Josef Bertle am 6. Mai 1949 aus rastloser, erfolgreicher Tätigkeit. Links im Bild ist Pfarrer Josef Bertle zu sehen, in der Mitte ein Gedenkstein an dem Platz, an dem der Unfall sich ereignete. Dort ist eingraviert: Hier starb durch Unfall hochwürdigster Herr Pfarrer Josef Bertle, Direktor des Katholischen Bibelwerks, am 6. Mai 1949 im Alter von 57 Jahren. Ich darf Sie nun noch auf ein paar Veröffentlichungen des Freundeskreises aufmerksam machen. Sie sind im Eigenverlag erschienen und ausschließlich im Pfarrhaus Mooshausen erhältlich. Alles hat seine Zeit, Begegnungen und Freundschaften, 30 Jahre Entdeckung von Mooshausen, erschienen 2016. Das Buch erzählt die Hintergründe und die Entstehungsgeschichte des heutigen Freundeskreises. Ich schaffe, was in mir ist, die Bildhauerin Maria Elisabeth Stapp, ihr künstlerisches Werk und Erbe in Bildern und Betrachtungen. Erschienen ebenfalls 2016 in zweiter, stark erweiterter und überarbeiteter Auflage. Es werden besondere Werke von Maria Elisabeth Stapp vorgestellt, Arbeiten, in denen ihre ursprüngliche Schöpferkraft, ihre Kunst des unverbrauchten Sehens und ihre wohltuend einfache Frömmigkeit zum Ausdruck kommen. Die beigefügten Worte wollen die innige Tiefe der künstlerischen Schau hervorheben. Romano Guardini und die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Dieser Band wurde veröffentlicht anlässlich des 50. Todestages von Romano Guardini am 1. Oktober 2018.
Dort sind seine Beziehungen zum alten Pfarrhaus von Mooshausen und sein Wirken in der Diözese Rottenburg-Stuttgart nachzulesen. Und so können Sie Mitglied werden. Der Freundeskreis Mooshausen hat gemäß seiner Satzung ordentliche Mitglieder, Mitglieder auf Zeit, sogenannte fördernde Mitglieder, und Ehrenmitglieder. Wir freuen uns sehr, wenn Sie Interesse an unserer Arbeit und unseren Veranstaltungen finden und uns durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen wollen. Ausführliche Informationen über den Verein, seine Geschichte, seine Satzung, seine Organe und seine Geschäftsstelle finden Sie auf unseren Webseiten www.mooshausen.de in der Rubrik Über uns, der Freundeskreis. Ordentliches Mitglied im Freundeskreis Mooshausen kann jede natürliche Person werden. Bei Institutionen, Unternehmen, Organisationen, Vereine, Behörden und so weiter auch eine juristische Person. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für Einzelpersonen 30 Euro, für Studenten 15 Euro, für Ehepaare 40 Euro, für Institutionen 100 Euro, für Mitglieder auf Zeit, sogenannte fördernde Mitglieder, mehr als 100 Euro. Ich schließe unsere Präsentation mit einem Foto des Pfarrhauses und seiner ehemaligen Bewohner. Dieses können Sie im alten Pfarrhaus als Postkarte erhalten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie einmal im alten Pfarrhaus bei einer unserer Veranstaltungen persönlich begrüßen zu dürfen. Ihre derzeit amtierende Geschäftsführerin Christa Krämer. Zum Abschluss hören Sie die Glocken der Mooshausener Pfarrkirche St. Johann Baptist.